Sie ja auch sehr auf zeitgenössische Spannungen in der Gesellschaft ein. Phänomene, die mit diesem Recht oder der Pflicht, selbst zu denken, einhergehen. Wir können zum Beispiel in Demonstrationen von Querdenkern, von Corona-Leugnern, von, wie wir sie nennen, Verschwörungstheoretikern auf diesen Demonstrationen sehr oft ein Hannah Arendt-Plakat sehen. Da steht dann drauf, niemand hat das Recht zu gehorchen. Und was diese Menschen für sich beanspruchen, in einem aufklärerischen Sinne ist, sie haben verstanden, was der Kern ist. Denn sie nehmen das Recht, nicht zu gehorchen, für sich wörtlich. Sie glauben nicht die Dinge, die die Experten erzählen. Sie haben andere Einschätzungen, andere Urteilskraft. Und das ist für sie die Verteidigung der Aufklärung gegen staatliche oder andere dunkle Mächte. Was haben denn diese Menschen ihrer Einschätzung nach nicht oder nicht ganz richtig an diesem Selbstdenken verstanden?